Und jetzt kommen wir zu unserer Love Story der Woche, meine Damen und Herren. Und die hat sich zugetragen bei Jörg Pilawa in der Show. Das Thema war, mein Ex hat mehr Sex-Appeal als du. Und ich fange einfach mal an. Also, das hier sind die beiden dicken Freundinnen Angela und Sabine. Ja? So, dann ich spiele Ihnen das mal ein bisschen nach mit den Teletubbies. Kennen Sie die noch hier? Winke, winke. Winke, winke, die Teletubbies. Und Angela und Sabine. So, das ist Angela und das ist Sabine. Muss ich jetzt vorstellen, so. Angela und Sabine. So, und Angela hat einen Typen und das ist Michael. So, die beiden sind ein Liebespaar. Ja, muss ich mal vorstellen, die beiden haben sich total gerne. Also jedenfalls haben die zwei sich total lieb. Angela und Sabine sind ein Liebespaar. Und zwar so lange, bis das hier passiert. Bei Michael und mir die große Liebe. Ich war 15, er war 17. Wie ich 18 war, sind wir zusammengezogen. War alles ganz klasse, Verlobung war geplant und dann ist er mir mit Sabine fremdgegangen. Na, da sage ich erstmal pfui. Also, die beiden hier, große Liebe. Und dann ist aber Michael rüber zu Sabine und ist mit Sabine fremdgegangen. Ja. So. Jedenfalls sind die zwei sind fremdgegangen, ja. Und dann. Ja. Aber was macht denn Angela in dem Moment so alleine? Ich habe nachdem zwischen mir und Michael Schluss war noch 1,5 Jahre mit ihm Verhältnis gehabt, obwohl er mit ihr zusammen war. Bitte? Nachdem zwischen Angela und Michael Schluss war und Michael ja mit Sabine, hat aber Michael immer mal kurz, ja, ach, guck mal, da bin ich wieder. Und dann wieder zurück, so, ist gar nichts gewesen und so, haben sich dann noch 1,5 Jahre ein Verhältnis. Ja? Und alles blieb ja beim Alten, bis Michael einfach mal so eine Woche lang einen kleinen Urlaubstrip machte. So. Ja gut, Sabine und ich, wir sind uns in der Woche ein bisschen näher als freundschaftlich gekommen und haben sexuell was zusammen gehabt. Bitte? Angela und Sabine? Angela und Sabine sind sich freundschaftlich ein bisschen näher gekommen und haben sexuell was gehabt. Also im Prinzip so. Ja. Und ja. Kommen Sie noch mit? Kommen Sie noch mit? Also hier. Lecker, lecker. Und dann kam Michael aus dem Urlaub zurück. Und jetzt passen wir auf, was dann passiert. Sie hatte mal Lust mit einem Dreier. Ja, ich war auch nicht ganz abgeneigt. Das war, weshalb, warum ich, hat sie damals 2018 gemacht, ich sollte mal was mit Sabine anfangen. Aha, also. Also Michael kam aus dem Urlaub wieder. Von seinem Urlaubstrip, hat den lustigen Tripper mitgebracht. Und dann haben die einen lustigen Dreier zusammen gemacht. Ich muss also so, das ist die Ausgangsposition. Und dann im Prinzip so. Und jetzt, ja, das ist die Geschichte. Naja, Sie sehen also, es war sehr verwirrend bei dieser kleinen Geschichte. Für die, die nicht mitgekommen sind, fasse ich das noch mal kurz zusammen. So, unsere kleine Love Story für diese Woche. Hiermit abgehakt. Wir kommen wieder zu unserer Love Story der Woche, meine Damen und Herren. Und dieses Mal habe ich das entdeckt in einer Sendung von Bärbel Schäfer. Das Thema habe ich schon wieder vergessen. Und zwar saßen da zwei junge Männer, zwei Schwule, die waren mal ein Paar, sind es aber nicht mehr. Und wir wissen alle, Schwule sehen für gewöhnlich extrem gut aus und tragen die geilsten Klamotten, so wie Carsten. Ja, das ist Carsten.
Und sie sehen nicht nur tierisch gut aus und tragen die geilsten Klamotten, sondern sie haben auch noch die besten Designerbrillen, so wie Heiko. So. Und diese beiden, die waren einmal sehr verliebt und dann haben sie sich bei Bärbel getroffen und haben sich romantische Gedichte zugeflüstert. Verschwinde. Was? Geh nach Brandenburg, wo du hingehörst. Geh du doch mal dahin, da gehörst du hin. Geh du doch mal dahin. Naja, gut, aber wir wissen, Schwule sehen nicht nur total geil aus, haben die besten Klamotten und die geilsten Brillen, sondern sie haben auch noch eine sehr ausgefeilte Streitkultur. Schauen Sie mal. Tja, er ruft an. Nein, ich habe gar nicht bei euch angerufen jetzt. Das stimmt alles nicht. Ja, ich habe gar nicht bei euch angerufen. Kennen Sie das vielleicht? Kennen Sie das vielleicht von früher noch aus der Schule? Da hat man immer an Worte in vorne ein N dran gemacht. Gar nicht. Wohl. Naja, jedenfalls hat mich dann interessiert, wer von den beiden lügt hier? Wer hat denn wen angerufen? Ha? Ich warne dich, lüge nicht. Du lügst. Deine Mutti lügt genauso. Naja, und lügen bei ihm. Mhm. Wisst ihr, wie es bei euch immer aussieht? Naja, wie sieht es bei euch aus? So. Und Sie wissen, Sie haben nicht nur geile Klamotten, sehen gut aus, tragen fantastische Brillen, sondern Sie haben auch noch die geilsten Jobs in der Medienbranche und deswegen tierisch viel Kohle. Und darum ging es auch im nächsten Gespräch. Tja, Sie haben es einfach, er hat mir in Schulden gestürzt. Du hast mir in Schulden gestürzt. Du hast einen größeren Tick. Das sind doch mal Argumentationen, ne? So argumentiert man. Ja? Stimmt gar nicht, selber. Ja? So kommt man auch wirklich schneller weiter. Und für Sie, die es jetzt vielleicht noch nicht verstanden haben, um was es geht, fasst der neue Freund von Heiko das Ganze noch mal zusammen. Und achten Sie bitte zum Schluss auf den Gesichtsausdruck von Bärbel Schäfer. So, und Carsten, zu dir möchte ich mal noch sagen, eins. Die Dummen wissen mehr Bescheid. Und wenn Heiko bekloppt ist, bist du 100-fach bekloppter als wie er. Ja, das war unsere kleine Love Story. Die Dummen wissen mehr Bescheid. Sollte man sich merken. Ja? Und wenn du bekloppt bist, dann bist du noch verbekloppter als wie er. Das kommt gut. Das müssen sie auch so performen, wie er das gemacht hat. Die Dummen wissen mehr Bescheid. Und wenn Heiko bekloppt ist, dann bist du noch verbekloppter als wie er. Oder? So. Das muss man zelebrieren. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserer Love Story der Woche. Und diese Love Story spielte sich ab in einer Talkshow. In welcher Talkshow war es eigentlich? Was? Nicole. In der Talkshow von Nicole. Meine Damen und Herren, es war einmal eine zarte, sanftmütige Frau mit dem Namen Nicole. Das ist diese hier. Ja. Die hatte einen erfahrenen, starken Mann geheiratet. Einen ganzen Kerl eben, den Michael. Ja. Allerdings gab es kurz nach der Hochzeit ein klitzekleines Problem. Also 3 Monate nach der Hochzeit, also ich extrem geworden. Er wollte nichts, also ich immer alleine weggegangen. Und da habe ich gemeint, ja, es wäre Männerabend und pipapo. Ja, meine Damen und Herren, Männerabend und pipapo. Nicole wurde von einer schrecklichen Vorahnung ergriffen und hakte nach. Dann habe ich immer aus Spaß gefragt, bist du schwul? Ha, wie kommst du auf die Idee? Ich doch nicht. Ja, Michael allerdings fand Gefallen am Männerabend pipapo. Vor allem aber fand er Gefallen an dem Pipapo von Sascha. Ja. Und es gab aber nicht nur ein Problem zwischen den jungen Eheleuten Michael und Nicole, sondern auch ein kleines Problem zwischen Sascha und Nicole. Ich verstehe nicht, weshalb sie so zu mir reagiert. Wir sind gute Freunde, wir zwei, ja? Und ich kann es nicht verstehen, wie sie so zu mir reagiert hier und mich als Schwuchtel bezeichnet. Ja, naja, wir können es schon ein bisschen verstehen, weshalb sie so zu ihm reagierte. Und wir haben auch einen Verdacht, warum sie ihn als Schwuchtel bezeichnete. Schwul. Warum aber hatte Michael Nicole dann erst geheiratet?
Ja, ich habe eben geheiratet aus der Hoffnung, dass das eben einfach so verschwindet. Für mich ist das ein Vollidiot. Die Hoffnung, meine Damen und Herren, dass das einfach so verschwindet, hatte auch Nicole bis zuletzt. Weil er sagt zu mir, wenn er mit seinem Schwuchtel Streit hat, ja, ich hab dich noch lieb und so. Aha, wenn er also mit seinem Schwuchtel Streit hatte, hatte er sie also noch lieb und so. Das wollte Nicole ausnutzen. Sie appellierte an sein Herz und erinnerte ihn an ihren gemeinsamen Traum, in einer Kirche ganz in Weiß zu heiraten. Heute ja, hier in der Sendung. Du wolltest weiß heiraten. Also hast du das nur geträumt oder wolltest du es wirklich? Ja, und als ließ dieser Antrag noch irgendwelche Fragen offen, zeigte Nicole per Video schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den schönsten Tag in ihrem Leben. Ja, meine Damen und Herren, als Michael dieses romantische Video sah, fiel ihm glücklicherweise eines wieder ein. Ich weiß hundertprozentig, dass ich schwul bin. Und und an noch etwas erinnerte sich Michael, als er das Video sah, nämlich an einen Film, den er kürzlich gesehen hatte. Und trotzdem, oder gerade deswegen, erfüllte sich Michael seinen Traum und heiratete ganz in Weiß, und zwar seinen Sascha. Aber auch Nicole fand ihr Glück. Sie begegnete ihrem Traummann, dem Mann, der sie zu seiner Braut und damit zu der glücklichsten Frau der Welt machte. Das war unsere kleine Love Story für diese Woche, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Love Story der Woche. So, und zwar, es war, wo hat sich die eigentlich abgespielt, die Love Story der Woche? Wo? Weißt du nicht mehr? Was, Britt? Vera, bei Vera, natürlich, bei Vera. Ich hab's nicht vergessen, ich wusste es genau, ich wollte nur mal gucken, ob meine Mitarbeiter... So. Bei Vera hat sich also diese Love Story abgespielt. Es war einmal ein einfacher Mann, der Günther. Ja? Das ist der Günther. Der verliebte sich, und zwar in die wunderbare Heike. So. Heike war eine feine Dame aus feinem Haus. Sie hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Alles. Bis auf eine Oberlippe. Der Himmel über den beiden würde voller Geigen hängen, müsste sich Günther nicht immer wieder mal über die Eigenart seiner feinen Dame ärgern. Über ihre Ersatzkinder. Was sind denn die Ersatzkinder? Zwei Meerschweinchen, ein Kaninchen, zwei Katzen. Da war vorher noch eine Ratte dabei. Oh. Und sie weiß auch, dass ich Asthmatiker bin und auf Kleintierhaare allergisch bin. Ja, so, ihre Ersatzkinder. Zwei Meerschweinchen, ein Kaninchen und zwei Katzen. Und da sind ihre Ersatztiere noch gar nicht mit eingerechnet. Die Ersatzkinder waren aber das Einzige, das Günther immer wieder verärgerte. Die verzogene Madame war nämlich nicht gewohnt, auch nur irgendeinen Handschlag im Haushalt zu tun. Wenn ich dann in Fehler aus der Frühschicht wiederkomme, darf ich mich in die Küche stellen und für uns beiden kochen und einen Spülweg machen? Weil Madame meint, die müsste bis in der Puppen mit dem Arsch im Bett liegen. Aha. Und das stört mich zum Beispiel. Und auch unter anderem das mit dem Fremdgehen. Ja. Wir fassen also mal zusammen. Günther stört sich an den Tieren, am Kochen, am Spülen. Naja. Und das mit dem Fremdgehen fand er unter anderem auch nicht so dufte. Bewundernswert, dass er trotz aller Demütigung immer noch von ganzem Herzen gönnen konnte. Ich gönne dir das da hinten in der Ecke auch mal, wenn du deine Freundin betrügst. Ja.
Auch wenn bei Günthers Ärger das Fremdgehen eine untergeordnete Rolle spielt, fragen wir uns, warum es Madame Heike in die Arme eines anderen trieb. Handelte es sich wohl möglich um einen feinen Herrn? Was hat Heike bloß bei ihrem einfachen Günther vermisst? Dass ich mich mal an ihn kuscheln kann oder sonst irgendwas. Und dann kommt er immer mit dem Spruch, lass es, ich fühle mich eingeengt oder ich bin gefühlig. Ich bin gefühlig. Gefühlig? Was meinte er mit gefühlig? Ja? Ja, gefühlig klingt so ein bisschen wie auf Kölsch, so rollig oder so. Komm her, Heike, ich bin gefühlig. Weiß ich nicht genau. Aber das wäre für das Glück der beiden ja genau das Richtige gewesen. Was also meinte Günther mit gefühlig? Was ist er zu gefühlig? Ich bin sehr kitzelig an ganzen Körper. Ehrlich? Mach mal. Kitzel den mal. Hör auf damit. Ja. Gefühlig wird Günther aber nicht nur bei Madame Heike, sondern auch bei einem ihrer Ersatzkinder, dem Kater. Wenn ich die Füße so am Baumeln habe, ja. Dann kommt er mit seiner Zunge. Wo sitzt und du denn da auf dem Katzenbaum, wenn die baumeln? Nee, auf dem Sofa. Ja. Dann sitzt er unten drunter und fängt mir an, die Fußsohlen zu lecken. Ja, das Salz. Wegen dem Salz. Wenn ich mich dann nicht mehr ein vor Lachen. Ja. Na gut, aber das kann ja richtig komisch werden. Also da hat man ja was zu lachen. Aber auch für Dauerwitz. Auch für mich wird das dann, weil ich dann ziemlich stark transpariere. Ja. Und dann fängt er bei mir auch an mit dem. Sein Asthma. Mit meinem Asthma. Ja. Das ist nicht einfach, wenn man schwer transpariert. Das muss man. Ja. Trotz all dieser kleinen Fehler wusste Günther, dass er in Heike die Liebe seines Lebens gefunden hatte. Wenn ich ehrlich bin, liebe ich sie. Mhm. Weil wir haben auch vor, irgendwann mal zu heiraten. Mhm. Nur bevor ich sie heirate, möchte ich das Thema geklärt haben, dass die auch mal für mich da ist, wenn ich von der Arbeit komme, mhm. Dass dann das Essen mal auf dem Tisch steht. Nach der Klärung dieses Themas gab es schließlich die große Versöhnung. Vergessen waren die Ersatzkinder, der Haushalt und. Und auch unter anderem das mit dem Fremdgehen. Ja, das war auch vergessen. Und zur Feier des Tages stellte sich Günther gerne noch mal in die Küche und kochte für seine feine Dame Heike etwas ganz Besonderes, nämlich zwei Meerschweinchen, ein Kaninchen, zwei Katzen. So, das war unsere Love Story der Woche.